Dies ist ein gefährlicher Ort, Mensch. Insbesondere für Ihre Art. Sie sollten umkehren. Sonst erwartet Sie nichts Gutes. Was macht dies zu einem gefährlichen Ort? Haben Sie denn nicht Ihre Sendungen gehört? Aber warum sollte ein Mensch Ihrer Einladung überhaupt folgen? Es sei denn, er hat nicht gut zugehört. Die Stimme im Radio ist Tabitha, die Oberbefehlshaberin von Black Mountain, oder wie sie es nennt, Utobitha. Sie hat vor fast 2 Jahren die Kontrolle übernommen. Die Supermutanten gehorchen ihr aufs Wort und sie will, dass Menschen sofort getötet werden. Sprache 50 klingt so, als ob sie genug von Tabitha hätten. Was wäre, wenn sie etwas Hilfe hätten? Irre. Wie konnte Tabitha hier die Kontrolle übernehmen? Lange Jahre war Black Mountain eine friedliche Gemeinde. Markus, ihr Anführer, funkte eine Einladung an alle Mutanten im Ödland. So fand ich Black Mountain. Das taten auch andere Mutanten, die meisten aus der 2. Generation. Markus hieß jeden willkommen. Das war sein Fehler. Am Ende bestand die Gemeinde überwiegend aus 2. Generationslern. Nicht sehr schlau und leicht beeinflussbar. Dann kam Tabitha mit ihrem Nachtvolk. Binnen einer Woche hielten die 2. Generationsler sie für eine Art Prophetin, die statt Markus ihre Wahrheit funken sollte. Markus sah den Ärger voraus und ging, bevor die Dinge außer Kontrolle gerieten. Er zerstörte das Funkgerät und zog los, um Jacobstown zu gründen. Ja. Ah, gut, ist noch da. Scheint so, als ob das Nachtvolk immer irgendwie Probleme verursacht. Sie meinten, dass Markus den Radiosender zertrümmert hat, aber nicht sehr gründlich, oder? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Markus hatte ganze Arbeit geleistet, aber dann kam während unserer Abwesenheit ein Ghoul namens Raoul vorbei. Tabitha machte ihn zu ihrem persönlichen Mechaniker, eigentlich zum Sklaven. Wäre ich damals hier unten gewesen, hätte ich ihn noch warnen können. Warum sind Sie hier und nicht in Jacobstown? Naja, um Leute wie mich zu warnen, denke ich mal. Markus schickte mich vor ein paar Monaten hierher, um Black Mountain auszukundschaften. Ich bin also so eine Art Spion. Aber irgendwie zeigt Tabitha keine Schwächen und von den 2. Generationslern will niemand rebellieren oder nach Jacobstown kommen. Hier unten konnte ich aber wenigstens 1 Dutzend Mutanten davon abhalten, den Berg zu besteigen. Nicht viel, aber immerhin. Ich habe meine Gründe, mich für einige Zeit von Jacobstown fernzuhalten. Die Gründe sind irrelevant. Ich bin eben hier. Danke für die Warnung, aber ich kann mich selbst drum kümmern. Mit was für Ärger sollte ich auf dem Weg nach oben rechnen? Die Straße führt in Serpentinen zum Gipfel. Unterwegs gibt es 3 Blockaden und Patrouillen. Ein Vorbeischleichen wäre schwierig. Unterhalb des Gipfels liegt ein Hüttendorf. Dort gibt es mehr 2. Generationsler. Und dann kommt Tabithas Gelände, gut durch ihr Nachtvolk verteidigt. Was ist denn Jacobstown? Ja gut, wissen wir eigentlich schon, aber, ne? Das Gegenteil von Black Mountain, eine Gemeinschaft aus überwiegend stabilen Mutanten mit einem stabilen Anführer. Menschen sind dort willkommen, solange sie sich benehmen. Wenn sie Interesse haben, dann schauen sie mal im Nordwesten von Red Rock Canyon vorbei. Sie scheinen ja recht umgänglich zu sein für einen Mutanten. Nur so weiter und dann ist Schluss mit freundlich. Nicht alle Supermutanten sind hirngeschädigte Brutalos. Viele von uns sind genauso intelligent wie ein Durchschnittsmensch und der Rest hat nicht wirklich eine Wahl, oder? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wurde auch nicht so empfunden, da Sie sich entschuldigt haben. Danke für die Warnung, aber ich komme alleine zurecht. Sprechen wir über das Nachtvolk. Das Nachtvolk ist bösartig im Kampf, wenn man es kommen sieht, was eher selten der Fall ist.
Das Nachtvolk wurde für das Soldatsein geschaffen und mit Kampftarnungen ausgestattet. Dummerweise führten diese Geräte mit der Zeit zum Wahnsinn. Sie verbringen die meiste Zeit auf dem Gipfel, patrouillieren bei Dunkelheit, aber auch auf der Straße. Nachts sollte man den Berg meiden. Sprach 50. Klingt, als ob sie genug von Tabitha hätten. Was wäre, wenn sie etwas Hilfe hätten? Hilfe würde die Chancen verbessern. Hilfe könnte den Unterschied machen. In Ordnung. Wenn Sie Ihren Job beherrschen, dann treffen Sie mich im Dorf am Gipfel, um die Details zu besprechen. Bis dahin dürfte ich einen Plan haben, falls Sie es bis dahin schaffen. Viel Glück. Für Sie ist es viel schwieriger, darauf zu kommen, als für mich. Okay. Neil im Dorf unter dem Gipfel des Black Mountain treffen. Naja, wer weiß. Vielleicht hat er ja gute Ideen, aber ich würde mal sagen, wir kämpfen uns da ansonsten alleine hoch. Ich bin ausgerüstet. Wir haben noch relativ viel Platz. Nun gut. Ach ja, ich wollte ja mal das MG ausprobieren, ne? Ne, das war das. Das war das. Und das MG. Ja, stimmt. Datenradio, Black Mountain Radio. Gar nicht. Bewegt. Ein bisschen. Wow, es muss so aufregend sein, alles zu sehen und zu wissen. Das überzeugt sich alle Zuhörer, dass du ultimative Autorität und Macht hast. Ich sehe Mo. Mo, den Zentaur. Lieblingszentaur Mo. Was macht er gerade? Er liegt am Tor. Er will aus dem Zwinger. Jetzt traue ich mich ja kaum zu fragen, aber siehst du irgendwelche, du weißt schon, Gefahren da draußen? Bedrohungen umgeben uns, kommen zusammen wie eine Schlinge, die sich zuzieht. Zwei Kopfbärenleute auf dem Rücken von Kampfkühen. Doch nicht etwa das gefürchtete Kampfkuh-Training zur Jagd auf Mutanten? Ginge die Behauptung zu weit, dass einzig und allein deine Gabe des Blicks der wahren Augen diese Gemeinschaft vor der Auslöschung bewahrt? Es ist ja wichtig für uns alle, sogar für die Dumm-Dumms, zu wissen, dass es unmöglich ist, sich an uns anzuschleichen. Mehr dazu gleich. Ja, natürlich wird es auch jetzt gerade Nacht, sodass man natürlich nichts wieder sieht. Copyright Claim incoming. Ja, ich glaube, ich sollte es lieber ausmachen. Ich wollte eigentlich nur ein paar der Gespräche mitbekommen, aber... Ja. Naja, was soll's. Und das passt schon. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Ich habe mir das Light Machine Gun für ein paar tausend Kronkorken geholt und hier hat es jetzt einfach ein Supermutant liegen. Gerade als wir es das erste Mal benutzt haben. Ah. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Funktioniert so die M60? Ich dachte, der Munitionsgurt liegt offen.
und wird halt oben eingeführt. Also, dass man die Klappe, diese Klappe hier hoch machen muss. Da wird dann halt der Munitionsgurt reingelegt, Klappe wieder runter, ne? Halt offen eingelegt. Ich weiß es natürlich nicht, weil das ist so, wie es höchstwahrscheinlich damals funktioniert hat. Ich habe ja ein paar Vietnam-Spiele gespielt, wo man auch eine M60 halt benutzen konnte. Da kommen ein paar Steine runtergefläzt. Intriguing. Wo würde das denn hinführen? Okay. Nein. So. Ja, und da war das halt so nur, es werden halt auch über die Jahre Funktionswechsel und so durchgeführt. Oh, hallo. Ich bin die Ruhe selbst. Das habe ich natürlich kommen sehen. Alles in Ordnung. Ja. Und daher kenne ich das halt einfach nur so. Aber wenn da halt über die Jahre hinweg ein paar Funktionswechsel durchgeführt worden sind. Ach, so haben wir uns jede Menge Weg erspart. Okay. Supermutanten-Anführer. Das heißt, der hatte auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Der ist ein bisschen weit weg dafür. Ach, Munitionswechsel. Okay. Ich sag mal, wie viele Munitionsarten habe ich denn? Sieht nach Ärger aus. Ich gehe jetzt aber doch mal erst hier runter. Heavy Incinerator. Um zu gucken, was da unten so ist. Ich will natürlich auch hier alles weghauen. Außerdem weiß ich nicht genau, wo Neil auf mich wartet. Oder ist er da oben oder ist er da unten? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Und ja, wir laufen anscheinend wirklich schneller, wenn wir die Waffe nicht in der Hand haben. Sehr schlechte Werbung. Aber gut für Supermutanten aus der zweiten Generation, so wie es aussieht. Und er scheint wirklich da oben zu warten. Ist hier unten denn jetzt noch irgendwas? Da müsste es zum Hidden Valley gehen, ne? Jupp. Ich glaube, vor dem Tor standen wir auch schon mal. Als wir die Red Skorpione eventuell ausgelöscht haben. Müsste man ja eigentlich auf der lokalen Karte sehen. Tatsache. Da waren wir schon. Sind hier unten denn jetzt gar keine mehr? Das heißt, das war wirklich nur eine Wegabkürzung, aber nicht unbedingt um Feinden aus dem Weg zu gehen, die hier eventuell stationiert sind. Überall natürlich Radios.
Ist klar. Ein Munitionsbehälter haben wir gefunden. Aber ansonsten liegt hier nicht so viel. Ist das Blut? Oder was ist das? Nee. Oder doch? Wir gucken es uns einfach mal an. Und dann erklimmen wir weiter den Berg. Oh, okay. Hunting Revolver. Kampfhelm. Und so eine Puppe, verstümmelte Organe, Buttermesser. Okay. Die Falle. Sind wir denn... Aber wir sind nicht irgendwie durch ein Stolperdraht getummelt, oder? Den haben wir doch nicht ausgelöst. Es müsste ein geskriptetes Event gewesen sein. Zur Vorsicht nehme ich mal einen Red-X. Ah, okay, deswegen. Sag mal, wo sind die denn alle? Haben wir gerade schon alle ausgelöscht? Nee, da ist ein roter... Ja, nicht gerade präzise das Ding. Da muss ich etwas näher ran. Obwohl das eigentlich ein MG ist. Auf das Zweibein hinstellen und dann... Ach ja, natürlich. Wenn man so ein schweres Ding natürlich versucht, aus der Hüfte auf, zu schießen. Das wird schon schwieriger, natürlich. Ich habe nichts gesagt. Und da unten scheint nichts zu sein. Hier oben ist aber auch alles irgendwie im Arsch, oder? Verschlossene Truhe. Ja, ich will mal Pew Pew trotzdem ein bisschen ausprobieren. Ich wünsche mir jetzt irgendwie, ich hätte mehr Beweglichkeit. Das Implantat dafür habe ich, glaube ich, schon installiert. Und ansonsten kann ich es halt nur für... nur mit Mods. Nicht mit Mods. Mit, sag mal schnell. Mit Kleidung und so machen. So, Neil. Eine angenehme Überraschung, dass Sie es geschafft haben. Ich bin bereit, wenn Sie bereit sind. Ja, ich hoffe, er überlebt das. Hier ist der Plan. Das Tor zu Tabithas Gelände wird von Nachtvolk bewacht, das mit Tarnvorrichtungen ausgestattet ist. Ich werde sie vom Tor abziehen, indem ich einen Eindringling im Dorf melde. Dann können sie hineinschlüpfen. Okay, das sollte ich hinkriegen.
Das ist Ihr Plan? Ich bin ein Eindringling in diesem Dorf. Genau, also versuchen Sie unsichtbar zu bleiben, denn Sie werden hier langkommen. Ich hoffe, ich muss kein Stealth-Boy dafür opfern. Oh, da sehen wir schon den ersten Rennen, den zweiten. Nein! Bösewichte! Okay, Arcade wurde erkannt. Wir müssen etwas weiter nach hinten. Eine angenehme Über. Ich werde. Die haben mich schon wieder erkannt. Aber jetzt... Nee, da ist immer noch einer. Das gibt's doch wohl nicht. Weil die da vorne festgehakt sind. Das heißt, vielleicht sollte ich... Ja, ich kann auch einfach kämpfen, aber... Ist ja langweilig. Ne? Kämpfen ist doch langweilig. So. Wir warten. Okay. Wir warten. Okay, so verstecken sie sich leider nicht. Ist auch doof. Egal, ich versuch's einfach mal so. Eine angenehme Überraschung. Ich... Kommen sie gerannt? Nee, die wittern mich einfach. Der rennt durch. Der hat mich gewittert. Und natürlich, jetzt kommt er hier rum. Da läuft noch einer. Mich auch gewittert. Okay, es waren die, die... Ja. Scheiß drauf. Eine angenehme Über... Ich verziehe mich jetzt so weit nach da, wie es geht. Und wenn sie diesmal auf uns Aufmerksamkeit werden, dann... dann hauen wir drauf. Oh, hat's diesmal geklappt? Eins und zwei? Nee, natürlich. Warum sollte es auch? Ja, so werden sie natürlich auch auf uns aufmerksam. Das heißt, ohne Begleiter und am besten mit Stealth Boy. Das ist ja auch doof. Ne, die wollen aber auch nicht wegrennen. Scheiß drauf. Ja, dann hauen wir drauf, ne? Ich mache keinen Schaden. Der zweite Schuss hat nicht getroffen, oder? Passwort. Ja, schade, aber was soll's. Was soll's. Ich habe getan, was ich konnte. Nun liegt es an Ihnen, Mensch. Ich habe auch getan, was ich konnte, aber... Wenn die halt so gut daran sind, uns getarnt bzw. geduckt zu finden. Dich schalte ich lieber mal sofort aus.
Nachtvolk Heckenschütze mit einem Raketenwerfer. Das ist kein Heckenschütze, das ist ein... Naja. Ein Bombardiere. Eine Satellitenschüssel als Feuerdingens, als Feuerstelle. Funks in der Steuerkonsole. Käthe Annabelle? Ah, Unika Raketenwerfer. Nehme ich zum Sammeln mit.